Hallo und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Isochore Zustandsänderungen. Du kennst bereits den ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Nachher kennst du den Term für die Änderung der inneren Energie bei einer isochoren Zustandsänderung, Beispiele dafür und verschiedene Arten der Wärmekapazität. Der Film besteht aus 5 Abschnitten. Erstens isochore Zustände. Zweitens Druck und Volumen. Drittens Übertragung auf den ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Viertens Wovon hängt die Wärme ab? Und fünftens verschiedene Arten der Wärmekapazität. Erstens isochore Zustände. Isochore Zustände und ihre Veränderung verfolgt man im Schnellkochtopf. Genauso trifft man isochore Zustände in Autoklaven, in bestimmten Reaktionsgefäßen an. Andere Beispiele für isochore Zustände sind die Inhalte von Thermosflaschen oder Mineralwasserflaschen. Allen diesen Beispielen ist gemeinsam, dass das Volumen des Systems konstant ist. Äquivalent dazu gesprochen, die Volumenänderung ist Null. Isochore Zustände sind durch ein konstantes Volumen gekennzeichnet. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com